Ah, mächtiger Zurg, mein Auge, das ist ja ganz holzern und trübe. Was hast du mit mir gemacht? Du hast mir versprochen, dass ich ein echter Junge werde. Oh, kleiner Pinocchio, es ist Heroin-Zeit. Und du hast das Ritual vollkommen verkehrt rum durchgeführt. Ich habe ausdrücklich gesagt, Arsch zum Mund. Und du hast Mund zum Arsch gemacht. Jetzt haben wir ein großes Problem. Du hast die Holzbengel aus der niederen Welt beschworen. Und solange du dich nicht mit ihnen paarst, wirst du auch nie wieder eine kleine Fleischpeitsche bekommen. Du bist ewig verdammt, mit einem Holzpillemann zu leben. Okay. Nimm das, du alte Schachtel. Ich muss dich töten. Holzpillemann, guck mal, wie er aussieht. Pinuccio. Na? Hast du schon mal den Stiefel des Geppetto gespürt? Au, geht. Geppettos Stiefel schmecken nach Lügen. Geppettos dicker Zeh, weißt du, wo der drin war? Ich komme hier nicht mehr raus. Oma. Oh, was ist los? Wie er sich im Schrank windet. Er kam aus meinem Hintern. Zaubertrick. Ja, Oma. Opa hat das früher, das Kaninchen aus dem Zylinder gemacht. Oma hat's perfektioniert. Oma, guck mal, ich hab was für dich. Eine Flasche von dem guten Whisky. Du magst doch den guten Whisky, oder ich nicht? Ich mag nur den guten Wixi. Oh! Alter, der war aber knackig. Backflip, Alter. Was ist denn das? Ich hab irgendwie so Spasten oder so. Ich winde mich hier unten. Hilfe, Oma! Hilfe, ich bin besessen! Was machst du denn? Bei mir bist du hier. Puff. Ich hab die Holzkrankheit. Geh weg, Kleiner. Ich hab Holzherpes. Früher war es nur Herpes, aber er hat sich so weit ausgebreitet, dass der ganze Körper jetzt sehr hölzern wirkt. Ey, ich hab dir das eben gerade voll gegen deine Haxen geschossen und es ist nichts passiert. Ich hab Eisenhaxen. Das sieht man mal wieder. Ja, dass du mit dem Eisenhaxen DLC spielst. Nee, wie bei Hotshots. Weißt du, damals, 72, in Vietnam. Eine Explosion. Bam. Ich bin auf eine Mine getreten. Seitdem hab ich Eisenhaxen. Ist alles okay, solange du in der Nähe keine Mikrowelle anmachst. Oma? Oh, guck mal, er hat den Schalen ganz hinten im Raum, DLC. Was? Sonst ist die Schale vorne am Bett, da brauchen wir nicht so weit latschen, ey. Oma, kannst du mich ölen? Sonst fressen mich Termiten. Öl. Boah, sie hat mir einfach so einen Schlag ins Gesicht gegeben. Ja, gibt's eine Rückhand. Früher. Alter, wie fair ist denn das? Ich war früher Chefin im Laufhaus. Ich weiß, wie man mit der Rückhand schlägt, Junge. 2 Jahre. Oma, du hast am Hafen in einem Laufhaus gearbeitet. Was macht man da? Ja, riech mal meinen Fingern, dann weißt du auf jeden Fall schon mal, wie es da riecht, Junge. Ich helf dir die Treppe runter, Oma. Wo war das nochmal? Ey, guck mal, sie fällt nicht um. Wo war das nochmal, wo die Frau reinkommt und sagt, hier riecht's wie in einer Hafenkneipe oder so. Und dann, ja, genau wie deine Finger. Aber Archer war das. Die Mutter. Ten Touch this Granny DLC, ohne Scheiß. Aber ich kann den Buben nicht kicken, er fliegt nicht weiter als 1 Meter. Ich bin hölzern. Meine Kekse burn, Mangaloni. Na, nimm lieber mal einen Feuerklöscher. Mangahoni. Den kleinen Klöscher da drüben. Den kleinen Klöscher. Ey, das gibt es nicht. Ich glaube, ich muss den Feuerlöscher mitnehmen. Hilft ja nix. Mal hier, zack. Zurück mag seine Kekse leicht geröstet. Warum bist du auf einmal so röstresistent? Ja, ich bin der Röstmeister. Aua. Guck mal hier, sie fällt nicht um, Alter. Sie hat so einen richtigen, Russenrücken. Unendlich Nebel! Du kannst mich nicht sehen! Oma! Infinite Cloud! Hier. Und zack! Riech man meine Vajuga! Oma, ich will deine Vajuga nicht im Mund! Das ist das Hexenwort für Vagana! Oma, du musst deine Kekse verlieren! Komm mal hoch die Treppe! Ich hab oben Gold für dich, Oma. Hafengold. Hafengold? Ja? Ach komm, zeig mir mal dein gutes Hafengold. Heute werde ich mich rächen an dir. Ja, das werde ich tun. Ich hab Salzlippen. Komm, küss mich. Ja, komm. Hier oben ist ganz viel Gold. Schlag dir deine Kekse aus der Hand, Oma. Okay, 3 Kekse habe ich verloren. Wir brauchen noch mehr. Aber jetzt kriege ich den Skin gar nicht. Du hättest die Oma nehmen müssen. Oh. Ich wollte doch den Skin. Vielleicht kriege ich ihn trotzdem. Komm. Zack. Oh, Pinucci. Hier, komm schon. Pinucci wird dich foltern. Ah, die Frage ist, wie viele Kekse will er haben? Er will ein leeres Blech.
will ich verspotten mit einem Empty-Blech. 2 HP. Ey, aber die ist echt ganz schön stabilo geworden. Mit dem neuen Kreisgewinn-Immer-Update. Ja, auf der Treppe ist immer eine ganz... Was ist denn das? Selbst wenn wir es provozieren, funktioniert es nicht. Ja, fahr runter. Oma, warum riechen die Kekse so komisch? Ist da Meth drin? Okay, aber nur damit alle wissen, das Spiel ist rigged, ne? Also, eigentlich hätte ich gewonnen. Nee, hättest du nicht. Ach, ich hätte dich easy zerstören können, Oma. Aber für die Kinder... für die Kinder machen wir das alternative Ende. Danach gibt's das Alles-oder-Nichts-Battle. Bertel? Bertel. Was ist denn das? Was war denn das jetzt? Hier, nimm noch einen mit. Du alte Krustenschlampe. Okay, ein Keks. Meinst du, ein Keks reicht ihm? Nein, das Blech muss leer sein. Es muss leer sein. Ja, das musst du jetzt so hinkriegen. Ich habe leider nichts mehr zum Throne. So ein kleines Granätchen oder so bestimmt. Ja, ein kleines Granätchen. Hör, ich mach mich schon mal auf den Weg. Oma, ich zieh dir die Beine weg. Ich geb dir Turbo-Krebs. Achtung! Nein! Oh. Das ist unfair. Das ist so unfair, dass du dich aber auch nicht schämst, das öffentlich zu machen, ne? Ich, weißt du, guckt euch die letzte Folge bei Kies an. Da ist, also... Das hätte ich... Ja, der Cookie! Hast du ihn wieder eingefangen? Hat Oma den Cookie wieder gefangen? Ich glaube, Oma hat den Keks gefangen. Boah! Guck mal, er hält sich aber auch immer an irgendwelchen Büschen fest oder so. Er kennt sich aus. Greif nach dem Busch still. Als er rausgekommen ist, konnten sie ihn nicht vom Körper lösen, weil er sich unten am Busch festgehalten hat. Ich wurde in den 70ern geboren. Da hat der Typ noch... und das ist kein Witz, das ist jetzt eine echte Geschichte. Ja, so meine Oma hat mir das erzählt, das war noch vor den 70ern. Aber als sie ihre Kinder auf die Welt gebracht hat, und das ist kein Scherz, der Typ, der quasi vorne zwischen ihren Beinen saß und dieses Kind entgegengenommen hat, hatte eine Kippe auf dem Zahn quasi. Der hatte eine Zigarette im Mundwinkel hängen, die an war. Oh, pressen Sie. Ja, mit wirklich. Dem Bongard. Wirklich. Es waren ja zu der Zeit noch alles so Heimgeburten. Das war ein Typ, der dann nach Hause kam, so, ne? Und ja, zack. Aber trotzdem bin ich heute hier. Also ich weiß nicht, die Leute beschweren sich, weißt du? So, ich brauche gelbe Zonen am Bahnhof. Ja, genau, ey. Ich würde dich noch sowas von fertig machen. Aua! Hier. Du hast keine Pillen von Dr. Schwengeljold. Guck mal, hier ist... Dr. Schwengeljold. Oh, Alter, wie unheimlich ist der? Der Kleine hier. Weißt du, wie der aussieht? Der sieht aus wie der Junge aus Wir sind die Millers. Ja, ne? Ohne Scheiß, doch. Ich finde, der sieht der dreht total die Augen. Der Schauspieler sieht das seinen Kopf. Was läuft denn hier? Der Schauspieler selbst, der schwebt. Bei mir schwebt er. Ja, ich habe die Voodoo-Pfanne. Ich finde, der sah generell aus wie eine Puppe. Das war das Erste, was ich gesagt habe. So, ja, ne? Er sieht aus wie so eine unheimliche Puppe. Ja. Dem malst du zwei Striche links und rechts an den Kiefer. Ich beschwöre dich! Los. Ich beschütze meine Oma! Nimm mir das Baby! Oh Gott! Oh nein, was? Oh, er beißt mir in den Arsch! Oh, was macht er mit der Oma? Was machst du mit der Großmutter? Oh mein Gott! Er schändet Großmutter, nicht Moonwalker! Er beißt ihr nur in den Arsch! Alter! Alter! Das ist grob! Das war's wert! Das ist echt grob! So, und jetzt gibt's ein richtiges auf Leben und Tod. Duell! Zeit für ein Duell! Duell! Ich spiele meine merkwürdige Großmutterkarte aus. Sie hat ziemlich salzige Lippen. Und ich spiele fettiger Junge. Du bist dran, fettiger Junge. Nein, fettiger Junge greift an und zerstört ihre Salzlippen. Hätt besiegt Trockenheit. Ich beschwöre dich mit einer Karte, und zwar die Rückwärtsgeburt. Alter, wenn das wird. Die Rückwärtsgeburt-Fallenkarte, damit habe ich nicht gerechnet. Zurück in die Großmutter. Du verlierst 700 Life-Points. Generation Rückwärtsgeburt. Defusion. Ey, die Oma ist irgendwie lethargisch oder so. Warte mal, welche Map spielen wir eigentlich gerade? Ja, welche Map spielen wir denn gerade? Welche Map Gustavo? Ist das? Das ist nicht Halloween, ne, oder? Nein. Das ist die Oma nimmt Pillen. Ja, dann nimmt er wieder die leichte Karte, weißt du? Nee, ist nicht die leichte, das ist die schwere. Die Oma nimmt harte Pillenkarte. Hardpills? Hardpills. Granny Hardpills? Ist das nicht so eine Band?
Hallo Leute, wir sind die Granny Heart Pills und heute wird richtig abgeschwurft. Yeah, Oma, alle schwurfen. Ich liebe Schwurfen. Ah! Was macht denn an der Wand? Das? Ich kann mich nicht bewegen. Ah! Was ist das? Bottle Shock. Ah, er glitscht rum, Aua! Hier, Pinuccio. Großmutter, lass mich. Gefällt dir das, kleiner Pinuccio? Ich bin doch dein Lieblingspinöckel. Oh, daneben, Pinuccio. Was? Der hat getroffen. Ich hab jetzt die heilige Zurk-Seelenlampe. Hey, Zurk, hörst du das? Ich hab deine Lampe. Oh, ja. Das ist eine wirklich sehr schöne Lampe. Kannst du sie ein bisschen tiefer halten? Ich habe einen guten Blickwinkel direkt unter dein Röckchen. Uhu. Oma, weißt du, bei mir sind 86 Jahre nichts. Bei uns hier unten bist du immer noch ein junger Feger. Komm vorbei, du bist eingeladen. Ja, oder nicht? Ich meine, wenn man so 1000 Jahre alt ist, ne, dann ist der 98-Jährige, dann sagt Mama Zurk, sagt, triffst du dich wieder mit diesem jungen Ding? Die ist erst 98, das weißt du genau, die hat noch gar keine Erfahrung. Ah! Boah! Fuck! Alter! Open the door, please. Baby Freistoß! Wo ist der kleine? Wo ist der kleine Pinuccio? Ey, ich habe ihn jetzt schon zweimal legit getroffen. Nee, du hast gegen die Tür geworfen. Welche Tür? Die ist zerborsten, Alter! Jetzt komme ich und meine Skills werden dich zerbersten, Junge. Alter, jetzt kommt er mit irgendwelchen unfairen Sachen. Ich höre schon die Kreditkarte durch den Cartridge sliden. Schmieb! Es ist halt, Guck mal, was hat er da in der Hand? Hui! Hui! Was? Immun! Er ist immun! Ja. Ey, Alter, kennst du eigentlich, ich habe neulich durch Zufall, kennst du die Serie We Bare Bears, Alter? Nee. Kennst du es nicht? Das ist richtig gut. Ah. Ey, das ist so ein bisschen. Hast du schon dieses Medical Investigation, wie das heißt? Nee, wie heißen die? Doch, ich glaube so. Hast du gesehen? Ja, die erste Folge habe ich gestern geschaut. Ey, das ist so durch. Da kommen Szenen vor, wo ich mir dachte, what the hell? Ja. Was? Die Pillen sind runtergefallen? Oma, Zitterhände. Pinuccio, bring mir mal die Pillen hoch. Ey, der Spieß ist in der Oma drin. Der Spieß ist in der Oma drin. Ist er nicht? Er steckt hier in der Wand. Ey, das so, jetzt nicht. Hat Oma den Spieß. Wie? Der Spieß steckt in der Wand. Der steckt in deinem Körper. Oh, Oma hat den Spieß und den schleudere ich jetzt. Tschüss. Lass Oma. Pff. Ach, was? Ey, im Normalfall, ich wäre jetzt die Treppe runtergefallen. Dass du dich nicht mehr schämst, ne? Also wenn man die Grenze einmal überschritten hat, ne? Das ist so dieses, er greift gleich zu Heroin. Weißt du, so, es gibt's gar nicht. Ne? So. Wenn man einmal die Scham abgelegt hat in der Öffentlichkeit, ne, dann kriegt man sie auch nicht mehr zurück. Lass die Oma doch mal in Ruhe. Man will gar nicht mehr zurück, ne? Aus Alter, der Scham. Guck mal hier mit so einem Billo-Glas. Jetzt Bollo-Glas, Junge. Dommt da auf mir rum. Uwe Bollo-Glas. Uwe Bollo. Mach den Freiflug, ich will nicht mehr leben. Wie, was macht Oma? Keine Palmal mehr. Keine Palmal. Nur noch mal Pal. Diese Leitzigaretten, ich schalte das nicht mehr aus. Wo ist die Oma denn runtergesprungen jetzt? Von welchem Dach? In den Garten. Ja, aber in welchen Garten? Ja, in den geheimen. In den geheimen Cheat-Garten. In den geheimen Cheat, ja. Ah! Da ist er ja. Die dumme Sau. Oh, jetzt hat sie sich noch ihre Boots geholt, hä? Ja. Oh, mach ich noch die Tür zu und dann warte ich mit meinen Stiefelchen hinter der Tür, ey. Kannst vergessen. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Bedräng mich doch nicht immer so. Ich bin eine alte Lady. Niemand bedrängt dich hier. Ja. Ah, Bernspray! Mist, dabei habe ich doch das russische Seminar gemacht. Piss dich mit dem Scheiß. Alter. How to bear spray in the snow. Es gibt bestimmt ein Video, was da heißt auf YouTube. Lass mich doch in Ruhe, ich bin eine alte Lady. Kein Respekt mehr vor Lady. Ah, guck mal, er ist immun. Ah, nee, ich bin non-immun. Non-immun bist du vielleicht. Also, ich versteck mich immer hinter den Türen. Was? Alter, ja. Er steht voll drin. Ah, da ist das Spray alle, Oma. Batz! Alter, du bist so ein... Ja, brenn! Er steht voll brenn. Drin, die Leute sehen es, ja, und er schämt sich nicht. Brenn! Ah, sie knuspert und knäuspert an meinem Häuschen. Omi. Ungefähr hoch 10. Oh, schön ins Gesicht, Alter. Mit so Billo-Pillen auch noch.
Ah, bleib mal stehen. Nee, nee, Oma, Komm, komm, noch ein Stück, ja. Bam! Ich hab keinen Schlüssel mehr! Oh. Komm mal her, kleiner Bu. Kleiner Pinuccio. Kleiner Pinucci-Bu. Will dein Pim-Pim inspektieren, dass da auch kein Schorf ist. Ey, wo hat er eigentlich seine Schorftabletten schon wieder her? Schorfmeister McGurk. Komm. Dein Pim-Pim sieht sehr verkrustet aus. Ich hab Schleuderschorf, nennt man das. Lass Oma da mal spucken. Alter. Oma! Er hat wieder irgendwelche Schlüssel, weißt du, er hat die Endless Keys. Die Endless Keys, du hast ja Endless Bear Spray gehabt vorhin. An mir klebt auch irgendwie so, weiß nicht, so eine Tür. Creme. Tenniscreme. Tenniscreme? Ich will dich ja immer noch zum großen. Ich will dich ja immer noch zum großen Analgassi-Tennisabend. Aber du traust dich ja nicht. Das muss ich mir erst verdienen auf dem Twitch-Strich. Du traust dich ja nicht, ey. Das große Tennisduell. Alter, was? Die Oma brennt und explodiert. Und jetzt mache ich Ninja Teller. Ninja Teller! Bam! Alter, dieser Aimbot, der flog um die Ecke. Der Teller flog um die Ecke. Skillige Moves. Ehre wiederhergestellt. Ja, Ehre wiederhergestellt. Unfair.